Natürlich ist Meldung vom Rücktritt keine Überraschung mehr. Vielmehr wäre es eine Sensation gewesen, hätte Ole Einar Bjørndalen noch weitergemacht bis zum berühmten Sankt-Nimmerleins-Tag. Es war Zeit. Wir spürten es, weil ihm Leichtigkeit in der Loipe immer schwerer fiel und Schüsse zu oft ihr Ziel verfehlten. Die Säbel des Piraten sind mit den Jahren stumpf geworden. Der Pirat. So haben ihn auch seine Konkurrenten oft genannt, weil er in ihren Revieren wilderte, ohne je genug zu bekommen. Ein Unersättlicher war er, ein Getriebener seines Talents. Bjørndalen war immer auf der Suche. Auf der Suche nach dem perfekten Rennen, das nicht selbstverständlich einhergehen musste mit einem Sieg. Ich weiß nicht, ob er je irgendwann nach einem Erfolg tatsächlich innere Ruhe fand, um zu sich selbst zu sagen, besser geht es nicht. Ich ahne, es war nie der Fall. Ein Multitalent mit vielen Optionen, Bjørndalen hat uns alle fasziniert. Von Anfang an. Ich war schon bei seinen ersten Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer dabei und habe alle seine Rennen kommentiert. Er hat Geschichte geschrieben mit seinen Erfolgen und hat mit seiner unnachahmlichen Art, ja seiner Gier nach Medaillen und Siegen, den Biathlonsport geprägt, wie das nur wenigen jemals vorbehalten sein wird. Punkt. 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 Video 45. Hier holt Bjørndalen letzte WM-Medaille seiner Karriere. Es hätte ja auch jeder andere Sport sein können. Er fuhr einige Alpenetappen der Tour de France hoch. Gestoppt mit Zeiten der Profis. Der besten Profis wohlgemerkt. Jeder Rennstall hätte ihn mit Kusshand genommen. In einer norwegischen Fernsehshow zog er sich bis auf Unterwäsche aus. Gut, das ist an sich nichts Besonderes. Das würden wir alle auch schaffen. Aber der Ole balancierte dabei auf einem Seil. Er hätte auch im Zirkus landen können. Konsequenz bis ins letzte Detail. Seine ganz große Begabung war freilich seine unnachahmliche Konsequenz. Als einer der ersten Athleten nahm er zu jedem Rennen immer einen Heimtrainer mit. Zur Vorbereitung, zur Nachbereitung. Ein Tag ohne Training ist ein verlorener Tag, lautete seine Maxime. Im Hotel legte er den Boden mit Plastikfolie aus, wohlwissend, dass gerade Teppichböden jede Menge Keime in sich bergen. Er schüttelte nicht gerne Hände. Auch aus eben hygienischen Gründen. Man lernte damit umzugehen, nahm ihm das nicht übel. Es war ja keine Unhöflichkeit, sondern für ihn einfach eine vorbeugende Maßnahme. Als er ein Wohnmobil bekam, war das selbstverständlich mit einem Laufband ausgestattet, bei dem man verschiedene Steigungen einstellen konnte. Ruhelosigkeit, ja fast Rastlosigkeit trieb ihn um, weil er immer der Beste sein wollte und es oft auch war. Ein Vorbild für Generationen, die Konkurrenz folgte ihm. Im wahrsten Sinn des Wortes. Bei den Weltmeisterschaften 2009 in Südkorea wählte er eine falsche Abzweigung. Die Verfolger blieben, wie Lemminge, in seiner Spur. Sie hätten sich wohl gleichzeitig mit ihm auch einen Abhang hinuntergestürzt. Wo Ole ist, wollten sie auch sein. Er war das Vorbild von Generationen. Und auch für uns war er ein Glücksfall. Kein Rennen konnte abgeschlossen werden, bevor nicht Ole Einar Bjørndalen im Ziel war. Selbst zuletzt, als er mit Startnummern jenseits der 80 ins Rennen geschickt wurde, war der Mythos Bjørndalen noch greifbar. Wir warten noch auf Ole, sagte ich gerne. Aber es schmerzte zu sehen, wie er sich von Rennen zu Rennen mehr mühte, ohne noch an besten Zeiten heranzukommen. Deshalb ist sein Rücktritt jetzt konsequent, zumal ihn der norwegische Verband schon demontierte, indem er ihn nicht nach Pyeongchang mitnahm. Es wären seine 7. Olympischen Spiele geworden. Mit der Ehefrau auf Tour ganz musste ich ja auf ihn dennoch nicht verzichten. Seine Ehefrau Daria Domracheva betreute er so gut, dass sie nach einer Silbermedaille gar noch mit der weißrussischen Staffel Gold gewann. Und Ole lief an der Seite entlang, feuerte an und ging auf auch Ansehaufgabe. Ich bin sicher, was immer er auch in Zukunft anpacken wird, er wird es mit der gleichen Leidenschaft tun, wie wir von ihm ein Vierteljahrhundert hautnah miterlebt haben. Punkt. 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 Ole Einar Bjørndalen hat alles erreicht in seinem Sportlerleben. Fast alles. Denn eine Einschränkung gibt es, das weiß ich. Er wäre zu gerne auch einmal Weltmeister oder gar Olympiasieger geworden im Langlauf. Ohne Gewehr auf dem Rücken. In Salt Lake City war er nah dran.
Nimm es leicht, Ole, davon hängt letztlich das Leben nicht ab. Genieße Zeit mit Ehefrau und Töchterchen Xenia und lass dich wieder mal blicken. Wer weiß, vielleicht als Trainer oder gar als Präsident des Verbandes. Ich würde mich freuen und danke für vielen tollen Rennen. Du hast es mir als Kommentator leicht gemacht. Video Olympialegenden Björn Dahlen hamsterte Gold seit 1998.